Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem Vlog. Auf jeden Fall, wie ihr es schon im Titel gesehen habt oder so, ich werde jetzt Daily Vlogs machen bis zum 24. Dezember. Ob das eine gute Idee ist, keine Ahnung. Ob ich es schaffen werde, werdet ihr sehen. Wenn ich es mal nicht schaffe, dann würde es wahrscheinlich daran liegen, dass ich halt, wie gesagt, nicht viel Zeit habe. Habe ich sowas schon gesagt. Auf jeden Fall, wenn ich es mal nicht schaffe, an einem Tag den Vlog auch hochzuladen, dann wird er am nächsten Tag kommen. Montags habe ich nur eine Stunde Zeit und sonst bin ich beim Sport. Deswegen muss ich gucken, wie ich dann den Vlog aufnehme und schneide. Oder ob ich vielleicht schon mal im Tag voraus schon den Vlog für dann machen werde oder so. Mal gucken. Und zwar, da das ja ein Adventskalender ist, habe ich hier natürlich auch noch einen Adventskalender. Ah. So, und das Letzte, was wir machen müssen, ist natürlich die eins suchen. Die ist hier. Und dann gucken wir mal, was die... Nein! So. Was ist das denn? Ein Auto mit Sand draufgeladen. Geschmackstest. Schmeckt wie vom LKW überfahrene Schokolade. Auf jeden Fall haben wir momentan 8 Köter bei uns zu Hause. Ja, ein Hund von uns hat wieder Welpen bekommen, so wie letztes Jahr. Letztes Jahr, vor einem halben Jahr. Und der Hund hat halt jetzt schon wieder Welpen bekommen. Und wir haben dazu noch einen weiteren Köter gekauft. Da wir eigentlich bei unseren Hunden eigentlich nur Weiber haben, haben wir jetzt zum ersten Mal einen männlichen Köter. Ich würde sagen, wir gucken uns hier einfach mal an. Na, ihr? Die sind auf jeden Fall jetzt ungefähr, ich glaube, 5 Wochen alt oder so, glaube ich. Und man konnte sie halt davor wirklich halt so mit 2 Händen so festhalten oder in einer Hand so länglich festhalten. Mittlerweile geht das überhaupt nicht mehr. Aber so sieht es halt aus, wenn man ihn jetzt hochnehmen will. Ich hoffe, man konnte ihn sehen. Auf jeden Fall sind die Hunde richtig schön bunt. Sie sind doch wirklich nies, oder? Nies, alles klar. Sie sind doch echt niedlich, ne? Oh, die tragen sogar schon Halsbänder. Aber nur ihr hier, der Große. Hallo Keno. Keno ist jetzt, glaube ich, doppelt so alt wie die Kleinen und sieht genauso schön bunt aus. Jo Leute, das war's mit diesem Vlog. Er war zwar relativ kurz, sorry. Aber dafür kommt morgen schon, glaube ich, ein relativ cooler Vlog. Mal gucken, wie er morgen wird. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein und ciao.